Wisst ihr, die Bibel sagt, seht und schmeckt, wie gut der Herr ist. Es gibt nichts Besseres, als in seine Gegenwart hineinzupressen, hineinzukommen und zu erleben, wie gut und wie herrlich, wie wundervoll er ist. In seiner Gegenwart, in seiner Liebe ist alles möglich. Amen. Und es ist so gut, hier zu sein. Wer hat Gott erlebt jetzt in den letzten, wie viel, 2 Stunden, 1,5 Stunden? Wer hat Gott erlebt? Wer ist ihm näher gekommen? Das sind die besten Momente. Amen. Und ich glaube, dass Gott heute wirklich für dich hat, etwas für dich hat. Er wird genau zu deinem Herzen sprechen. Ich habe heute eine Botschaft mitgebracht und ja, sie ist in einer gewissen Art und Weise provokant, aber sie hat das Potenzial, dich vollkommen frei zu setzen von dir selbst. Amen. Amen. Come on. So, ich mache mal meine Notizen auf. Und wisst ihr, am Anfang habe ich gedacht, okay, normalerweise bin ich dann immer so, ich erzähle immer so ein paar Stories, was ich so mit Jesus erlebe. Und dann dachte ich, habe ich mir überlegt, okay, was werde ich jetzt alles sagen? Und dann ist mir eine Sache bewusst geworden, ich habe nur 15 Minuten, da kann ich nicht viel sagen. So. Okay, dann muss ich auf den Punkt kommen. Also, keine Stories, keine Vorstellungen. Okay, eine Sache über Suhl muss ich euch sagen. Wisst ihr, was das Besondere an Suhl ist? Ich glaube, das ist die einzige Stadt in Deutschland, wo ein McDonald's pleite gegangen ist. Da wisst ihr, wo ich gelandet bin. Aber der Herr hat dort was. Amen. Und wenn wir Gott folgen, dann ist es niemals umsonst. Denn wenn Gott dich an einen Ort sendet, dann hat er auch immer dort eine Bestimmung und einen Plan für dich. Und ich kann dir aus meinem Leben sagen, dass es nichts Besseres auf dieser Welt gibt, als Gott zu kennen und ihm nachzufolgen. Amen. Amen. Ich steige direkt ein, okay? Es gibt im Buch Hiob einen Mann mit dem Namen Hiob. Und die Bibel spricht von Hiob, dass er ein rechtschaffener Mann war. Das bedeutet, er wusste ganz genau, wie die Dinge laufen. Er wusste ganz genau, wie er Gott zu dienen hat und wie er sich gut verhalten kann. Wir würden heute sagen, das war so ein richtig frommer Typ. So ein richtig frommer Typ. Ja? Aber, also, er hat eine gewisse Vorstellung gehabt von Gott. Er hat eine gewisse Vorstellung von dem gehabt, wie Gott in seinem Leben wirkt. Er hat gesehen den Segen Gottes in seinem Leben. Er hat gesehen, wie er Gottesdienst darbringen muss. Und er dachte, er hat eine gewisse Vorstellung von Gott, ein gewisses Wissen von Gott. Dann kam aber eine Situation in sein Leben, eine schwierige Situation. Und als er Gott in dieser schwierigen Situation begegnet ist, hat er eine Phrase gesagt, die, als ich sie gelesen habe, die mich tatsächlich so berührt hat, wo ich sagte, hey, da liegt so viel Wahrheit drin. Und die Phrase war, vom Hörensagen habe ich dich gekannt, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und jetzt die Frage an dich, kennst du Gott vom Hörensagen oder hat dein Auge ihn wirklich gesehen? Es ist eine Sache, von Gott zu lesen, von Gott zu hören, von dem zu hören, was dieser John hier, dieser Typ ihm von Jesus erzählt. Aber es ist eine ganz andere Sache, ihn in deinem Leben zu erleben. Weil wenn du ihn in deinem Leben erlebst, dann wird er lebendig, dass das, was du über ihn hörst oder kennst, die Theologie quasi über Gott, wird auf einmal lebendig in dir. Auf einmal siehst du, hey, Gott ist nicht weit weg. Er ist da und er ist in meinem Leben. Und er möchte etwas in meinem Leben tun. Und da gibt es so viele Wahrheiten über Jesus. Und ich möchte dir diese Frage stellen. Kennst du Gott oder hast du nur von ihm gehört? Und ich möchte auf einige Sachen eingehen. Und dieser Bibelvers, als ich die Einladung bekommen habe, hier auf United Praise zu sprechen, sofort wusste ich, über was ich sprechen soll, über diesen Bibelvers. Und in Johannes 14, 6,
6 sagt Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch mich. Weißt du, diese Aussage ist sehr provokant, weil Jesus sagt damit nicht nur so: Ich zeige dir den Weg, ich zeige dir die Wahrheit, ich zeige dir das Leben, sondern er sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diese Aussage ist komplett absolut. Amen. Weißt du, heute feiern wir Reformationstag. Und einer der theologischen Grundsätze der Reformation ist Solus Christus, allein Christus. Nur in Christus haben wir Errettung. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Und das möchte ich so deutlich sagen, dass Jesus der einzige Weg ist zum Vater. Und vielleicht bist du hier so irgendwie reingestolpert und du denkst: Okay, wo bin ich hier gelandet? Hier unter Freaks oder was? Aber ich will dir eine Sache sagen: Du bist nicht umsonst hier, denn du bist nicht aus Zufall hier. Vielleicht warst du schon dein Leben lang auf der Suche und hast gesagt so: Ich war dort und dort und dort und in diesem Club war ich und da habe ich versucht, Rettung zu finden, da habe ich versucht, Frieden und Ruhe zu finden, aber nichts konnte dieses Herz in deinem Leben oder dieses Loch in deinem Herzen konnte nichts füllen. Und ich will dir sagen, heute bist du angekommen. Heute bist du an der richtigen Stelle, wenn du dein Herz aufmachst. Weil Jesus der einzige Weg ist. Und ich möchte es noch ganz deutlich sagen. Weißt du, es gibt viele Götter da draußen und sie haben alle ihre Namen. Aber ich will dir heute eine Sache sagen: Hier stehe ich und ich kann nicht anders. Es gibt nur in einem Namen, das höher ist als alle anderen Namen. Und nur in diesem Namen gibt es Errettung. Und dieser Name ist Jesus. Ich glaube, wir... Und meine Bibel, ich weiß nicht, was deine Bibel sagt, aber meine Bibel sagt, dass eines Tages sich unter diesem Namen jedes Knie beugen wird. Und sie werden bekennen, dass Jesus der Herr ist. Meine Lieben, wir leben in einer Zeit, wo es an der Zeit ist, den Namen Jesus hochzuhalten. Und zu sagen: Hey, du hast ein Problem, ich kenne einen Ausweg. Und dieser Name ist Jesus. Er ist der Weg. Solus Christus, allein Christus. Er ist der König der Könige. Okay, meine Zeit läuft. Puh. John, das ist aber sehr provokant. Wie kannst du das sagen? Das ist eine sehr provokante Message. Weißt du, das Evangelium ist immer provokant. Das echte Evangelium ist immer provokant, weil es dich regelrecht darauf forciert, eine Entscheidung zu treffen. Welcher Wahrheit willst du glauben? Und hier sind wir schon beim nächsten Thema. Jesus sagt: Ich bin die Wahrheit. Und ich muss es ein bisschen verkürzen, sonst komme ich nicht auf meine Zeit. Aber wem glaubst du heute? Oder anders gefragt, wem vertraust du heute? Weil weißt du, Wahrheit ist oft verknüpft auch mit Vertrauen. Und wenn wir hier über das biblische, den biblischen Sinn von Wahrheit sprechen, dann bedeutet das nichts anderes als: welche Wahrheit ist vertrauenswürdig? Und Jesus sagt nichts anderes als: Hey, mein Wort, das, was ich sage, das, was ich bin, das, was du in der Bibel liest, das Wesen von Jesus, wie er gelaufen ist, wie er gehandelt hat, ist wahrhaftig und es ist vollkommen vertrauenswürdig. Das heißt, all das, was Gott in seinem Wort sagt, ist Wahrheit für dich. Und die Bibel sagt: Erkennt die Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Come on, wer will heute Freiheit? Diese Freiheit findest du nur in einem Namen und dieser Name ist Jesus. Thema Identität.
Nach 12 Jahren Jugendarbeit, und das ist ein Thema, das mir so sehr am Herzen brennt, für heute Abend, Thema Identität. Weißt du, wir haben da draußen so viele Stimmen, die uns einreden, wer wir sind. Aber da gibt es eine Wahrheit, die unser Leben definieren sollte. Da gibt es eine Stimme, die uns definieren sollte, unsere Wahrheit, das, was Gott über uns denkt. Und ich möchte dir heute diese Frage auch stellen. Ist das die Wahrheit, die das Wort Gottes über dich sagt? Definiert dich diese Wahrheit? Oder sind es die Stimmen dieser Welt, die dein Leben definieren? Du entscheidest, wieder eine sehr provokante Aussage. Sie forciert dich darauf, eine Entscheidung zu treffen. Und da gibt es einige Wahrheiten, was das Wort Gottes über dich sagt. Und weißt du, einer der Wahrheiten ist, ich will einfach ein bisschen Identität in dich hineinsprechen. Das, was Gott über dich denkt. Und mein Empfinden dabei war es, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, hier sitzen heute Menschen, die in einer so tiefen Depression gefangen sind, dass du immer wieder darüber nachdenkst, dir etwas anzutun. Und ich spreche jetzt vor allem zu der jungen Generation. Und dieses Thema brennt so sehr heute auf meinem Herzen. Dir zu sagen, wie wertvoll und kostbar du bist von Gott, für Gott. Dass du dein Leben nicht einfach verschwendest, dass du dein Leben nicht einfach wegwirfst. Wenn du mit deinem Leben heute nichts anfangen kannst, gib es Jesus. Er stellt es auf den Kopf. Come on. Jesaja 43,4. Du bist kostbar und wertvoll in seinen Augen. Das ist ein Zuspruch. Und jetzt wieder die Frage, wem glaubst du? Psalm 139, wenn du dich einsam und verlassen fühlst, ist das der Psalm für dich. Wenn du heute abends zu Hause bist, schlag es auf, lies es. Da sind die Gedanken Gottes über dich. Ich nenne dir mal ein paar Passagen daraus. Bevor du überhaupt geboren wurdest, kannte er dich. Er hat schon an dich gedacht. Er hat zugeschaut, wie du im Mutterleib gebildet wurdest. Du bist nicht einfach nur so da. Er hat dich gewollt, das sagt sein Wort. Er hat Gutes für dich im Sinn. Und alle seine Gedanken sind kostbar und sie sind unendlich viele. Und die Bibel sagt, sie sind so viele wie das Sand am Meer. Kannst du dir vorstellen, wie gut Gott über dich denkt? Wenn kein anderer über dich gut denkt, Gott denkt gut über dich. Weil das Wort Gottes sagt. Und du sagst, okay, welche Gedanken sind das denn? Jeremia 29,11, denn ich weiß, was ich mit euch vorhabe, spricht der Herr. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Jesus will dir wahrhaftige Zukunft geben. Jesus will dir wahrhaftige Hoffnung geben, nicht eine Fake-Hoffnung, sondern er will dich füllen mit seiner Gegenwart, mit seinem lebendigen Geist, damit du ein Leben in Frieden, in Freude führen kannst. Und das findest du nur in einem Namen und dieser Name ist Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Weißt du, ich habe von diesem Loch im Herzen erzählt und ich habe eine Minute Zeit, ich mache es ganz schnell. Ich bin ein Prediger, okay? Ich kündige oft an, dass ich zu Ende komme, aber dann geht's weiter. Keine Sorge, vor 12 sind wir fertig. Ich habe über dieses Loch im Herzen gesprochen. Es gab eine Phase in meinem Leben. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und es war so, als würde ich von Gott, vom Hörensagen habe ich ihn gekannt, aber ich habe ihn nie gesehen. Und eines Tages in meiner tiefen Depression, in meiner Drogensucht, in dem da, wo ich in meinem Badezimmer total vertieft war und dachte, okay, ich habe keinen Ausweg mehr. Und ich bin super offen, weil ich glaube, dass es einige heute hören müssen. Habe ich nach Jesus geschrien und ich habe gesagt, Jesus,
Wenn du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, ich will sehen und schmecken, dass du gut bist. Aber auf einmal kam da so eine Liebe, so eine Annahme in mein Herz hinein. Und auf einmal habe ich in einem Augenblick verstanden, dass dieses Loch, was ich versucht habe, mit allen möglichen Dingen voll zu machen, zu stopfen, hat alles nicht geklappt, denn es gab nur eine Sache, die mich füllen konnte. Und es war seine Liebe, seine Annahme. In einem Augenblick war ich frei. In einem Augenblick hat er mich von all meinen Süchten, von all meiner Depression freigemacht. Ich war ein neuer Mensch. Und seit 12 Jahren bin ich mit Jesus unterwegs. Und ich sehe und schmecke, wie gut er ist. Es läuft nicht alles happy-clappy. Aber ich weiß, dass er an meiner Seite ist und dass er mich durchbegleitet. Und es gibt nichts Besseres, als sein Vertrauen auf diesen Namen zu setzen. Jesus. Und vielleicht bist du heute hier und du hast dieses Loch in deinem Herzen. Und du sagst, Jesus, ich will dich. Come on, wenn du hier bist, streck dich aus. Jesus ist hier. Und er will dieses Loch füllen. Und vielleicht bist du hier und du hattest Selbstmordgedanken. Du hast damit regelrecht zu kämpfen und du denkst, weißt du, woher diese Gedanken kommen? Zur Hölle damit. Weil genau daraus kommen die. Aus der Hölle. Jesus möchte dir begegnen. Und wenn du hier bist und du sagst, ich will eine frische Begegnung mit Jesus. Ich will diese Freiheit schmecken. Ich will dieses gute Leben leben, das er für mich hat, dann streck deine Hand aus. Ich werde beten. Halleluja. Danke, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Vater, ich danke dir für jedes einzelne Herz. Vater, ich weiß, dass du heute fähig bist zu jedem guten Werk. Dass du heute fähig bist, dieses Wunder im Leben jedes Einzelnen zu tun, was du in meinem Leben getan hast. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und dass du wehst durch die Reihen und dass du jedes einzelne Herz berührst. Ich bitte dich, dass du ihnen Wahrheit zeigst, dass du ihnen Liebe gibst, dass du ihnen Annahme gibst, dass du ihnen Frieden gibst. Ich merke, wie Gott jetzt einfach seinen Frieden ausgießt. Seinen Frieden ausgießt. Es gab so lange keinen Augenblick in deinem Leben, dass du regelrecht ja zur Ruhe gekommen bist. Es ist schon lange her, dass du wirklich Frieden gespürt hast. Aber ich merke, wie Gott das in deinem Leben jetzt tut. Er kommt mit Frieden. Danke, Jesus. Weißt du, und die Bibel sagt in Römer 10:10, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, er wird gerettet werden. Und wenn du heute mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus dir dieses Leben schenken kann und du jetzt anfängst, an ihn zu rufen und sagen, Jesus, komm in mein Leben, wird er dein Herz füllen mit seinem Frieden und mit seiner Freude. Halleluja. 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 Amen. Amen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen.